der Tag zum Spielen. Komm, Helge, Scheierzeit, wieder ist soweit, hör auf zum Trielen. Komm, wir sind gar viele, sicher uns Gefühle. Und der Brief von Leid, in der Riese frei, laute Glücksgefühle. Denn mit unserem Freien sind wir heute vereint, in der Meule. Du, ich bin heute unheimlich aufgeregt. Ja, du, wieso? Heute bin ich besonders aufgeregt wegen unserem Gast. Wieso heute Gast? Wir haben keinen weiblichen Gast. Kalle. Kein weiblichen Gast. Heute erfüllt sich ein Traum von mir, Menschenskind. Ein Traum, ja. Ich sag nur Maybach. Maybach. Maybach, Maybach, Feuerbach. Pass auf, ich Mercedes Maybach. Mercedes heißt sie jetzt, wo ist das Mercedes? Jetzt hör auf mit den Weibern! Ein schöner Name, Mercedes. Pass auf. Hä? Ganz langsam. Ja, pass auf. Bitte. Daimler, Chrysler, Maybach. Oh, du? Eben. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit uns alle zusammen auf Herrn Professor Jürgen Hubert. Zeige doch, Maybach! Nehmen Sie Platz, Herr Professor. Ich sitze schon. Viele wissen, wer Sie sind. Und für die ganz wenigen, die das nicht wissen, möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Und Sie, korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt. Stimmt, in Ordnung. Also, ja. Studium in Stuttgart. Maschinenbau als Ingenieur 1965, also vor 40 Jahren, zu Daimler-Benz damals noch. Besondere Leistungen, verheiratet. Halt, jetzt bin ich verrutscht, Moment. Besondere, das ist eine Zeile weiter oben. Besondere Leistungen, westfälischer Meister über 400 Meter, stimmt das auch? Neu. Über 200? Neu. Auch nicht? Neu. Vizemeister? Neu. Über 110. 110? Ja. Hürden? Hürden, ja. Hürden, weil ja. Anders geht's ja gar nicht. Ja, eben. Wenn du nämlich die Hürde auf 100 Meter stellst, haut's nicht da runter auf der Putze. Ja, das ist richtig, das muss man. Kann ja, oi, schon gesagt, da bin ich ja nicht rübergekommen. Also, wie nimmt man sich das schon als junger Ingenieur vor? Ich will da ganz oben auf, ganz, oder? Nein, das ist völlig unmöglich. Man kann sicherlich sich gut vorbereiten durch Studium, durch entsprechende Arbeit. Und man braucht Menschen, die einen fördern und fordern. Und die habe ich Gott sei Dank in diesem Hause und insbesondere im Werk Sindelfingen gefunden. Ah, schön. Wie war das jetzt mit dem Maybach? Mit dem Maybach, ja. So. Da wollte ich jetzt gerade keine Zwischen. Wie ist denn das beim Maybach? Das interessiert mich schon lange. Also, ich habe da ältere Tante. Ist sie wohlhabend? Ja, und nicht mehr ganz gesund. Gut. Was misst sich denn da so Erbe? Ein Viertel bis ein halbes Millionchen. Doch so viel. Ja, und gibt's da auch einen Kleinen? Ja, das ist der Kleine. Das ist der Kleine? Das ist der Kleine. Ich überleg mir das dann nochmal. Ja, ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich komme nochmal drauf zurück. Ja, ja. Ich hab dabei. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf den Anfang. 1960 war Ihr erstes Auto ein VW Käfer. Das ist richtig, ja. Ich habe mitgebracht. Ehrlich? Ja. Ist ein roter wie deiner. Nein, es war ein tolles Auto. Das erste Auto ist immer das tollste. Ja, da schwätzen wir nachher drüber. Gut. Kalle will geschwind sein, dann die ja. Vorstellen. Ja, ja, also das wäre eine komische Tante. Das heißt, wir haben zwei Tanten. Ihr, ne? Ja, ja, bei uns heute auf der Bühne zwei Künstler aus Franken. Der Martin Rassau und der Volker Heißmann. Berühmt. Und beliebt als Waltraud und Mariechen. Ach Gott, wo bin ich jetzt da gelandet? Was ist denn das für ein Schuppen da? Ach, jetzt hab ich gar kein Klargeld da für die Bettler da. Nächstes Mal, ne?
Schöne Perücken haben sie auf. Das ist ein Holzbänk. Kaum bis dem Schwarm wird gespart, nicht einmal eine Lehne an der Bank dran. Sie können jetzt über den Tisch drüber lehnen davon, ne? Ach Gott. Na, das ist komisch. Komm jetzt gerade auch vor dem Stugger drüber, wo ich noch im Kaffee gehockt, da gegenüber vom Schloss, schön an die Treppen, wunderbar. Gar keine Baustellen davor, frischer Teer. Da hockt man schon gern. Und da war am Nachbartisch, waren zwei alte Weiber gehockt. Also furchtbar, wie sich manchmal alte Weiber zusammenstellen. Und schau mal nicht immer da unter meinen Rock drunter. Was da ist, würde dich überraschen, Waggerle. Ja, und die eine von den beiden, die hat immer nur gejammert. Ach, mein Mo ist so deprimiert. Ach, mein Mo ist so deprimiert. Die hat ja gar nicht mehr aufgehört. Haben wir irgendwann eigentlich, da bin ich nie bezischt, sag ich, tun's nicht so rum. Mein Mann war rarer Depp, aber prämiert haben sie ihn noch nie. Ich winke nicht. Ja, sag mal, bist du das neue Model von Milka? Mariechen, die zarteste Versuchung, seitdem es Witwen gibt. Ne? Vollmilch. Vollmilch mit ganzen Nüssen. Ich sag das. Okay. Bin ich froh, dass ich einmal in dieser Mausenmühle bin. Ne? Da soll so viel gemausert werden, ne? Ja. Ich komm ja gar nicht mehr so viel rum. Früher war ich viel unterwegs. Ach, du warst doch nicht unterwegs. Doch. Du bist bloß einmal mit mir, sind wir gemeinsam nach Berlin geflogen. Das war da vielleicht aufregend. Der Pilot war besoffen. Ja. Am Rückflug fliegt er vorwärts. Ich fliege ja gern, das ist falsch. Da haben die beim Vordermann am Rücksitz haben die immer so Papiertüten drin. Papiertüten, die innen beschichtet sind. Und die nehme ich immer mit heim. Da kann man ideal sein Vesperbrot rein. Bei mir war da wohl ein Schnitzelnest drin. Oder war es ein sauer Schlüngel? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas war's. Das hab ich mit Hammes eingefroren, gell? Brauchst du doch nicht eingefrieren, du kochst doch daheim eh nix. Na, mein Zivi kocht doch daheim. Nein, nicht mehr lang. Wir wollen jetzt die Zivis abschaffen. Ja. Die Zivis kommen weg und es machen dann dafür die Leute vom 1-Euro-Job. Die kommen dann und sagen, guten Tag, was kann ich denn tun für Sie? Ja? In der heutigen Zeit muss man sich ja sogar noch was dazu verdienen, ja, du musst einen Nebenjob suchen. Ja, was denn? Was halt? Parkplatzwächterin? Ach, der Gestank. Da gewöhnen sich die Autofahrer dran. Oder was? Museumswärterin? Na. Oder hockst du dich zu den Bettlern über? Ja, wegen Musik machen. Musiker sind das? Die sind Musiker, ja. Musiker machen Musik, die hocken doch bloß da und warten auf ihr Bier. Ja, na, was kann ich sonst noch machen? Model. Ein Model? Ja, Altersmodel. Du kannst nie ein Model, dann hast du nicht einmal deinen Rock richtig an. Schau dir der Unterrock raus. Um Gottes Willen, tatsächlich. Das hättest du mir doch sagen können. Ich schau doch bloß unter den Rock davon, die Spannerin. Nein! Ja, sag mal. Mariechen, was hast denn du bitte für einen komischen Schlüpfer an? Herr Professor, wollen Sie mal Meinbach singen? Wo hast denn den her? Das? Der Jubiläumsschlüpfer vom Edmund Stoiber hab ich nicht. Ja, hopp, spring rein. Geh hier. Ich kauf mir keinen Rock mehr mit so einem hohen Einstieg da.
Zieh was an, die Musik ist schon ganz scharf. Warte, ich mach's oben rum. Schodala. So geht's besser. So. Jetzt hab ich ja wieder so. Voilà. Früher haben die Leute klatscht, wo ich mich ausgezogen habe. Heute klatschen sie, wenn ich mich anziehe. Ist ja besser so, wenn du das verhüllst. Zum Winter austreiben, schicken wir die immer so raus. Ja. Da brauchen wir keine Geistermasken, sondern reicht das Kostüm. Apropos Winter, jetzt ist die Kohle recht billig, ne? Hab ich letzten Montag meinen Kohlenhändler angerufen, hab gesagt, ich brauch 20 Zentner Kohle. Am Dienstag hat er schon geliefert, gell? Du hast doch eine Zentralheizung? Ja, das hab ich dann auch gemerkt. Jetzt hab ich die Kohle im Keller. Ja. Hast du schon mal einen Haufen Weihnachtsgeschenke? Wieso? Ja, deine Enkelkinder kommen doch immer und sagen, Oma, brauchst du uns nichts schenken, wir nehmen die Kohle ja so. Genau, kriegen die Kohle. Ja, das wird schwarze Weihnachten. Ne? Nein. Heuer hab ich ihnen ein wenig was für die Bildung geschenkt. Ja, was hast du denn gekauft? Ein Atlas oder Atlanten? Na. Ein Pferd. Ein Pferd? Ja. Was hat denn jetzt bitte ein Pferd mit der Bildung zu tun? Aus Italien. Was? Ja, eine Stute, eine Pisa-Stute. Der ist so blöd, das stinkt. Naja, schau her, in der Mongolei gibt's auch keine Fahrräder mehr, ne? Das ist doch mir egal. Was? Ja, ob die jetzt in der Mongolei Fahrräder haben oder nicht? Wie kommst jetzt du auf die Mongolei? Du hast doch gerade im Moment gesagt, in der Mongolei hätten sie keine Fahrräder. Ist doch mir völlig egal, was die in der Mongolei haben. Das Zebra zieht sich immer Sachen aus dem Kopf zusammen, ist eine wahre Pracht. Sie erschrecken, wie du abbaust. Ich? Du musst doch mal was tun. Für Körper, Geist und Seele. Mach halt mal einen Wellnessurlaub im Schwäbischen. Ja. Da haben die Unterwassermassagen, da haben die Maultaschengesichtspackungen. Gell, die sind gut, ne? Sie haben's öfters. Aber kaum hat sie's auf dem Gesicht, frisst sie's gleich runter, ne? Danach legt sie sich Spätzli auf die Augen drauf, ne? Ich war doch erst mit meiner Tochter. Du warst? Wo warst du? Ja, in Stuttgart war mein Musikal, war recht schön. Wirklich war. Habe ich für Übernachtung bezahlt 190 Euro im Doppelzimmergeld. Was? Mit der Marlene, ja. Plus 40 Euro für den Wellnessbereich. Nein. Ich gesagt, guter Mann, wir waren ja gar nicht, ist egal. Hätten Sie benutzen können. Plus 40 Euro für die Sauna. So, wir waren nicht in der Sauna, haben gar keine Zeit gehabt. Ist egal, hätten Sie benutzen können. 270 Euro macht es. So, ein guter Mann, da ziehen Sie jetzt gleich einmal 200 Euro ab. Ja, wieso denn? Na, weil Sie mit meiner Tochter geschlafen haben. Und ich hab doch mit Ihrer Tochter nicht geschlafen. Aber Sie hätten es können. Mariechen. Verkauft ihr Tochter, die schreckt ja vor nichts zurück. Jetzt wird's wirklich Zeit, dass du was machst für dich. Geh mal auf Sylt, die jodhaltige Meerluft, die ist auch gut fürs Hirn. Sylt schafft teuer. Oder gehst du auf Teneriffa, die Insel des ewigen Frühlings, da kommt einmal dein Blut wieder in Wallung. Nix ist dir recht, was mir hier vorschlägt, mein Gott. Da fährst halt von mir aus in die Mongolei. Aber du hast doch keine Vorräder. Bitte schön. Sie sind der Herr Maybach, schau an. So was, ne? Schön, wir kommen ja aus Bayern, ne? Aus Franken. Wir müssen andere Autos fahren, ne? Das ist bei uns so vorgegeben. Das ist in Ordnung, ne? Das ist in Ordnung. Wir können ja auch nicht wählen, wir haben ja unseren König, wir müssen...
Bei uns gibt's auch keine Geburtsurkunde, wenn man auf die Welt kommt, zu einer Gleisparteibuch von der CSU, nicht? Kann ich jetzt gar nicht wehren. Schönen Rotwein haben Sie da, nicht? Ja, ich krieg's auch. Sie kriegen auch gleich einen. Ja, kannst schon du sagen. Das ja, ich mag. Der duzt mich schon. Nach zwei Schoppen kann er mehr. Die Schwaben so. Habe ich gern, die sind so schön langsam, da dauert es ein wenig. Bitte schön, bitte. Dankeschön, das ist auch nicht schlecht. Ohne Haar? Ja, ja. Das ist im frühen Bad schnell fertig, da habe ich dann mehr Zeit. Ne? Das ist ein Spätzivi, ne? Wahrscheinlich. Ja, die Zivis waren immer älter, ne? Ja, ja. Zum Wohl. Ein tolles Programm. Ein tolles Programm, das wir drauf. Das ist unser Leben. Da lacht der Dreck. Ja, ja, komm. Ja, Senioren haben es auch nicht mehr so leicht, ne? Das werden Sie ja bald wissen. Ich merk's, ich merk schon. Ich merk schon. Aber ich hab gar nicht gewusst, dass wir uns von früher kennen, gell? Du kennst ihn? Ja, ist das so? Ja, weil mein erster Freund hat zu mir gesagt, du bist mein erster Käfer. Oh. Hat er zu mir gesagt? Ja, ja. Ganz eine Flotte. Jetzt helfet ihr mir. Ich will nämlich vom Herr Professor noch was wissen. Ja, mir noch mehr? Mhm. Welche Pensionskasse und so? Ja, ja. Nein, ich ein bisschen über den Rennsport. Formel 1 interessiert euch doch. Rennsport, ja. Da hat die Glockskunde mal gewonnen, weil. Ja, weil die damals mit ihrem Gehbecherler ist die blitzt worden. Weil da ist die so am Berg runtergegangen und da hatte ich sich nicht mehr bremsen, dann war, und da ist die durchbrecht. Mit dem Sprudelkistler hinten, ja, schon klar. Zum Beispiel Sprudelkistler, haben wir hinten haben beim Gehbecherler. Das Gehbecherler ist vorne. Ach so, das ist dieses Ding, wo man Gehwege legt. Ah, ja, heißt, Sie wissen das als Ingenieur, ja, was das ja, so ja, ja, klar. Ja. Da könnte Mercedes auch mal ein Modell entwickeln für Senioren, so ein Gehwege von Mercedes. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber ja. Ich finde Formel 1 klasse. Nehme dreimal täglich zwei der Blinden davon. Es hilft. Und was wollen Sie jetzt? Was magst du denn jetzt wissen vom Herrn Professor? Ich hätte gerne ein bisschen über den Rennsport geschwätzt. Ja, red halt. Über die Formel lässt 1. Lässt er uns bloß reden? Er kommt nicht zu Wort. Dahinter, ne? Das ist erstaunlich. Dahinter beim Kalle, da steht nämlich, was ist das, wie heißt das? Das ist der Pokal. Ja, das ist der Pokal, den der jeweilige Gewinner der Formel 1 Weltmeisterschaft bekommt. Und auf diesem Pokal sind von 1950 alle Sieger. Und mit ihren Unterschriften und mit ihren Namen. Und natürlich das letzte Mal, dass ein Mercedes-Fahrer drauf war, war leider 99. Aha. Aber es wird besser. Ist noch Platz. Ist noch Platz. Der muss man wieder zurückgeben, wenn dann ein Jahr haben wir dann. Man darf ihn behalten. Diejenigen, die gewonnen haben, dürfen ihn dann behalten. So. Und der Nächste kriegt dann einen, der genauso aussieht, nur mit seinem Namen. Dann mach mir auch mal mit, Mariechen. Fahr mir auch mal, so ein Vasen möchte ich auch. Der Becher mit dem Fächer ist der Wein gut und rein. Der Kelch mit dem Elch, wie geht's weiter? Du bringst mich total durcheinander. Was weiß ich, was du mit meinem Elch da hast in der Mongolei? Ja, mit deinem Elch nicht, aber da ist doch ein. In der Mongolei haben sie keine Fahrräder. Aber man sieht es. Elche weiß ich was. Aber Herr Hubert hat gerade eben gesagt, mit Elchwiste zieh was. Da weiß ich Bescheid, ja. Ja, ja, da habe ich hinreichende Erfahrung. Haben Sie Elchzucht? Nein, aber ich bin schon gelegentlich welchen begegnet. Ja, das ist der Mann, der denn? Ja, das ist der da. Das ist der da, mit dem sind wir begegnet. Und da gab es ja eine ganze Reihe von interessanten Witzen. Es gab gute Witze und schlechte Witze. Und der Beste, den ich kenne, war der, was unterscheidet die A-Klasse vom Pfennig? Mich am Pfennig bückt man sich. Neu? Den Pfennig dreht der Schwabe zweimal um. So einen hat nämlich der Herr Professor. Aber ja, in andere Farbe, gell? Ich habe ihn in weiß. Baujahr 1970. Alpagode, eines der schönsten Autos, die wir gemacht haben. Und für mich war das natürlich was Besonderes, weil ich 65, wie Sie gesagt haben, in Sindelfingen angefangen habe. Da wurden solche Autos gerade gebaut. Mhm. Und damals als junger Ingenieur hatte ich den Traum, eines Tages einen solchen zu fahren. Es hat dann lange gedauert, aber es hat geklappt. Wie sind ihr zwei alten Damen, was das da alten ist? Alte Dame, die sagt man doch nicht. Wenn man sagt Dame, weiß man, die ist alt und vorüber. Ja. Das ist ein Hörgerät aus der Gründerzeit. Jawohl. Genau, ist für zwei Ohren. Ja. Ist ein Motor. Das täte ziehen, Herr Ingenieur, Herr Professor.
Hätten Sie uns denn genau erklären? Was ist das? Ja, das ist ein Formel-1-Motor. 10 Zylinder, so wie er heute eingesetzt wird in den Fahrzeugen. Und, so klein? Ja, hat aber eine Menge Leistung und eine Menge Sound. Wenn man klingt er wegen wie Almabtrieb. Okay, gut. Wow. Jeder hat was. Die Bayern-Hymne, ja. Das ist. Die können wir ihm noch nicht beibringen. Aber wir versuchen das mal. Wir versuchen das. Hätten Sie einen unerfüllten Traum? Lieber Herr Breit, Sie haben mir meine Zusage versprochen, es passiert mir hier nichts. Es ist vertraglich verankert. Okay, dann, meine Damen. Wir wussten auch nicht, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns aber. Das, ganz auf meiner Seite. Ich habe nicht mit dem Temperament meiner Gäste gerechnet. Ja, wenn ihr mal viel Zeit habt, ist schnell. Was machen Sie jetzt so, wenn Sie. Nichts machen. Wenn Sie nichts mehr machen. Okay. Dann mache ich was. Eben? Ja. Also, ich bin. Oder meine Frau und ich, wir sind sehr kunstinteressiert und tun auch ein bisschen dafür, indem wir unterstützen, sowohl Theater als auch Sammlungen und haben selbst ein bisschen was. Und mein unerfüllter Wunsch, um damit zu beginnen, ist, irgendwann mal ein kleines Orchester zu dirigieren. Weil das macht mir großen Spaß und ich kriege immer auf die Finger, wenn ich irgendwo im Theater sitze oder in der Oper sitze und dann so ganz vorsichtig ein bisschen mitmache. Und dann ja, weil die stört ja immer. Wenn ja, stört, gell? Ja, sagt meine Frau auch. Wenn man es so klein macht, geht's dann. Aber dann hocken sie beim Bläden, ich hatte Wochen da drin. Und dann brauchen sie alle oder? Vier Hände, dass die auch reagieren können. Ne? Ja, das ist richtig. So kleine, heimliche Liebe, außer ihrer Frau, ihrer Familie, da wissen wir, das ist ja keine heimliche Liebe. Aber sie aber auch. Sie sammeln nämlich Steiftiere. Und das finde ich jetzt ganz, ganz toll, dass man ein ganz kleines bisschen, obwohl das die Sammler nicht so gern hören, aber ein kleines bisschen Kindheit bewahrt. Ein kleines bisschen, nur etwas halt zum Knuddeln. Sie haben ihren ganz. Oh. Oh. Das ist noch ein Original. Also, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Der kleine Bruder. Nein, das Ganze hat eine Geschichte. Unabhängig davon, dass, glaube ich, jeder einen kleinen Spleen hat und das ist meiner. Aber diesen Bär habe ich zu meiner Geburt bekommen. 1939. Und er ist das Einzige, was ich aus dem Krieg oder über den Krieg gerettet habe. Wir sind zweimal ausgebombt worden und haben alles verloren. Und der Einzige, der mit mir auch aus dem brennenden Haus gerettet worden ist, war dieser Kleine hier. Und er hat mich bisher mein Leben lang begleitet. Und hat inzwischen Geschwister gekriegt. Und, wie viel? Ja, Steiftiere etwa 4000 und Bär. Ein sehr fruchtbares Tier. Ein sehr, sehr fruchtbar. Aber das ist der einzige und der. Wie geht denn das? Wir kriegen so Stoffbären. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt in dieser Sendung. Wir können ja mal darüber reden, wie das wir das machen. Das machen wir in der nächsten Sendung. Jetzt wird er schon lockerer. Nein, nein, der hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Bis heute. Und der wird auch mit mir gehen. Herr Professor. Herr Professor. Das ist ein Kegelspiel, ein Steif-Kegelspiel. Ja. Genau. Ei, ei, ei. Und der Platz machen, dann machen wir der Platz, Professor oder was? Sieben. Ach, und ach, schön. Oh, ist ja das toll. Hätte ich sagen, wenn wir das tauschen können, das ist Kegelspiel gegen der Maybach. Kleine Maybach. Also passt. Herr Hartmann, wir machen eines. Wochenende, das Sie bestimmen, kriegen Sie einen Maybach und werden mit dem Maybach gefahren. Also Waltraud und Mariechen haben uns versprochen, dass sie uns noch mal eine Nummer machen auf der Bühne. Und ich bitte Waltraud und Mariechen auf die Bühne. Ja, gehen wir noch sofort. Also, weil wir ja. Mariechen, bleib da. Warum? Da auf das gelbe, den gelben Strich gehst du.
Ja, weil wir jetzt so viel geredet haben vor Autos und der kriegt gleich Maybach mit Chauffeur. Ne, kaum was kann ich haben mehr am Kopf, kriegst du einen Maybach mit Chauffeur. Können wir uns nicht leisten bei unserer Rente. Wir müssen immer mit den Öffentlichen fahren. Ne? Ja. So machen wir jetzt als Zugabe einen gespielten Witz. Der spielt einem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich bin eine Busfahrerin und die spielt eine 108-Jährige. Muss halt ein wenig jünger spielen. Fahren wir los. Brumm, brumm. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Was war das? Ich hab gebremst. Hoppala. Schön bist gefahren. Danke, ist mein Job. Danke, ist das mach ich. Ach so. Bekommen Sie ein Tüdel Haselnüsse, bitte. Dankeschön. Warten Sie, ich mach Ihnen auf. Jetzt gehen aus? Ja. Dann komm wieder rein. Ja. Aber ich kann nicht mehr. Gehen aus. Zwei Tage später, also wir machen den Witz ein wenig im Zeitraffer, ne? Dass ja Herr Professor auch noch Zeit hat für seine Familie daheim. Ne? Nicht, dass er wie ich uns wieder warten muss. Grüß Gott. Brumm, brumm. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Hoppala. Das gleiche nochmal. Ja. Schön sind's wieder gefahren. Danke, ist mein Job. Danke. Das mach ich. Kriegst du wieder Tüdel Haselnüsse? Dankeschön. Warten Sie, ich mach Ihnen auf. Jetzt muss ich noch mal raus? Ja. Und noch mal rein? Ja. Ich kann nicht mehr. Vier Tage später. Ja, steig halt ein. Ja, mach halt auf. Ach so. Länger und der Professor hätte mich mitnehmen können mit einem Knopf im Ohr. Brumm, brumm. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Steig mal am Frack mit einem Schummer. Sein Präsidium. Ja. Schön sind's wieder gefahren. Danke, ist mein Schock, mach ich. Kriegst du wieder Tüdel Haselnüsse? Schon wieder? Jetzt gute Frage, jetzt muss ich mal was fragen. Seit Wochen fahren Sie bei mir mit in der Linie. Und immer, wenn Sie aussteigen, schenken Sie mir Tüten Haselnüsse. Nicht, dass ich was hätte, ich Haselnüsse. Ich esse die recht gern. Aber Haselnüsse sind doch teuer. Und so viel Geld haben Sie auch nicht so zerrupft, wie Sie rumlaufen. Also sparen Sie sich in Zukunft fürs Geld. Sie brauchen mir keine Haselnüsse mehr schenken. Ach, die dürfen Sie ruhig nehmen. Wissen Sie, ich esse die Ferrero-Küsschen so gern, bloß die Nüsse kann ich nicht mehr beißen.